Hallo und herzlichst willkommen zurück hier bei Sunkenland. Schön, dass du mit dabei bist. Ich muss zuerst mal meinen Bildschirm runter und wieder hochrücken. Warte, so, jetzt ist er gut. Sonst sehe ich nämlich nicht, ob die Aufnahme läuft. Aber jetzt sehe ich's. Und ich sehe, dass ihr auch dabei seid. Nein, sehe ich gar nicht, aber hoffe ich mal, dass der ein oder andere von euch weiterschaut, nachdem wir ungeplanter Dinge jetzt irgendwie doch eine ganze Woche Pause hatten. Das lag ganz einfach daran, dass der Bolle krank war. Und wenn du krank wirst, musst du erst gesund werden. Das interessiert den nicht vorhandenen Arbeitgeber bei einer Selbstständigkeit natürlich nicht. Das heißt, du musst trotzdem arbeiten und bla 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 bla. Egal, wir sind wieder hier. Ich freue mich sehr, denn heute ist Sonntag, heute ist Aufnahmetag und ich werde jetzt richtig schön viel zocken. Hab mir vorgenommen, mindestens für die nächsten ein bis zwei Wochen im Voraus aufzunehmen, damit sowas nicht nochmal passiert. Das heißt, heute wird richtig gezockt. Und ich möchte zuerst mal auf ein paar Kommentare von euch eingehen. Beziehungsweise zuerst einmal, es gibt eine neue Version, es gab ein neues Update. Das bringt drei neue Waffen, soweit sind wir eh noch nicht. Ein bisschen anderen Kladderadatsch. Und was für uns am interessantesten ist, man kann jetzt Metall auf 15 stacken. Da-d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 a. Siehst du? Sehr gut. Das heißt, wir können mehr looten. Dann, das hier ist absoluter Schrott. Ja, Metallschrott, aber auch die Idee ist ein bisschen schrottig, weil es bringt eigentlich gar nichts. Es bringt gar nichts. Da kann man viel zu umständlich, viel zu wenig drin lagern. Und schön sieht es auch vielleicht nur unten in einem Werkstattraum, in der Garage aus. Haben wir nicht. Von daher, sagen wir mal so, war eine schöne Idee, aber war auch schön kacke. Deswegen nehmen wir den ganzen Metallschrott raus und machen das anders. Ihr habt nämlich was echt Tolles geschrieben. Ich weiß nicht, wer es war. Ich müsste mir das vielleicht auch mal aufschreiben und mal merken tun. Tue ich aber nicht. Eine wirklich sehr geniale Idee. Und zwar, wir machen einfach je ein so ein Lager und davor packen wir Kisten. Und dann weiß der Bolle nämlich, dass in der Kiste das ist, was in dem Lager dahinter ist. Dann erspare ich euch, dass ihr 100-mal zugucken müsst, wie ich hier in jeden einzelnen Schrank gucke, weil ich mir natürlich irgendwie von Woche zu Woche und manchmal auch von einer Minute zur nächsten nicht merke. Ist ja unzumutbar, dass man sich sowas merken soll, wo was drin ist, ne? Abreißen, Holzregal, ja. Ach so, noch was mit der Waffe soll möglich sein. Mit gedrückt haltender Linksklick, ne, wie? Links gedrückt halten soll man die Waffe kontinuierlich schwingen können. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ja, wahrscheinlich musste man die ganze Zeit klicken, ne? Weiß ich schon gar nicht mehr. Gut, das reißen wir ab. Das reißen wir ab. Das wollte ich doch gar nicht abreißen. Haben wir noch genug Platz dafür? Ja. Das wollte ich abreißen. Hä? Willst du mich verarschen? Jetzt sollten wir mal lesen. Wirklich abreißen, Metallregale, ja. Sehr gut. Lesen hilft. Wirklich abreißen, Metallregale, ja. So. Und dann können wir das hier auch abreißen. Dann brauchen wir das jetzt auch wirklich nicht mehr hier. Es ist. Also jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr. So. Holzplanken hinzufügen. So. Wirklich abreißen, Holzregale, ja. Jetzt alles darunter gedüst, ne? Dann sollten wir vielleicht mal kurz hier hochgehen und die Sachen im Schrank lagern, wo Metall ist. Ich glaube, das war der hier, ne? Nee, hä? Achso, wir hatten aufgehört, so ein hervorragendes Ordnungssystem beizubehalten. Ja. Gut, dann machen wir das so. Wir bauen eine Metallschränkle. Metalltruhe. Ich glaube, die sollte ich bauen, habt ihr mal gesagt. Ne? Kostet auch nur ein Metallschrott. Ist echt nicht teuer. Guck mal, kann man hier auch so reinsetzen. Dann können wir zwei nebeneinander packen, aber ich fange mal hier an. Dann sieht das doch am Ende wieder kacke aus. So. Ja, wir hätten vielleicht vorher wieder gucken sollen, ob da eine Wand hinpasst. Haben wir aber nicht, also jetzt auch egal. So. Mann! Ja, toll. Was soll ich denn das jetzt machen? So.
komm, geht schon. Und kriegen wir jetzt hier noch welche daneben? Ja, wahrscheinlich fliegt uns das Ganze mit irgendeinem der nächsten Updates einfach um die Ohren oder die ganze Karte explodiert oder es, keine Ahnung, geschieht sonst was. Ich weiß es nicht. Hier links kommt jetzt das Holz rein. Wie kann ich denn das rüberpacken? Verwenden? Ah, einfach Linksklick, so war das. Und hier kommen die Metalle rein. Ne? Holzmetall, Holzmetall. Und so weiter und so fort. Und hier unten war doch auch noch was. Oder ist schon despawned? Hier ist doch noch so mit so einem Holzding runtergefallen, oder? Boah, wie hoch wir springen können. So, jetzt nehmen wir... Achso, ja klar. Super. Super mitgedacht. Voll. Super gut. Das kommt jetzt hier hin. Und dann werden weitere Truhen gebaut. Die sind jetzt so teuer. Die hat doch eben nur eins gekostet. Ach, oder weil wir so viel hatten, rückte das nach rechts und wir haben nicht gesehen, dass 10 kostet. Das wird's sein, ne? Siehst du, das Spiel, das denkt auch, es könnte hier Schabernack mit uns treiben. Kann es auch. Ah. Sollten wir vielleicht erstmal gucken, ob wir eine Wand da hinsetzen können? Hat richtig viel gebracht, das Metall da reinzusortieren, oder? Was meint ihr? Wenn wir jetzt so eine Metallwand nehmen. Aha, das geht. Das geht auch. Hübsch. Richtig hübsch. Gab es die auch mit Fenster? Kann ich die da jetzt draufpacken? Nein, kann ich nicht. Ich möchte schon hier irgendwie die Aussicht noch ein bisschen sehen können. Machen wir nochmal neu. Kostet ja nicht die Welt. Zack. Zack. So. Können wir nämlich hier auch auf der Kiste stehen und... Und hier auch auf der Kiste stehen und... Ne? So, wie machen wir das hier? Hier lassen wir erstmal, weil vielleicht bauen wir hier noch weiter aus, ne? Machen wir hier oben auch nochmal hin. Machen wir hier auch nochmal hin. Geht das hier noch? Hier geht's auch noch. Zack. 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 Zack, oh schön, toll, ne? Jetzt kann man, hat man richtig verbesserte Aussicht. Auch Enti kann jetzt richtig schön gucken. Nicht. Na, hier können wir gar nicht hinbauen, weil das Fundament ja noch da ist. Dann machen wir hier mal eins hin. Und hier gehen wir jetzt mit diesen, machen wir mit diesen hier weiter. So. So, schön, ne? Hm. Ja, das wird natürlich jetzt nochmal interessant da oben. Halbe Wände gibt es ja nicht. Keine Ahnung, wie wir das dann gescheit hinkriegen. Das ist ein Problem von die Zukunftsbolle. Ist ja nicht mein Problem heute. Ist mir heute egal. Heute, ich will einfach nur verbauen den ganzen Loot, den wir gemacht haben in letzter Folge. Um dann gleich festzustellen, dass ich nichts mehr habe, was ich gerne mache in die Kiste. Und hier kann ich auch nicht machen zu. Das ist nicht schön. Nicht schön. Machen wir hier so zu oder machen wir Fenster? Gibt es auch größere Fenster? Ach, Metallfenster. Das müssen wir auch reinsetzen. Ah! Ah, und jetzt können wir das Fenster öffnen. Das ist ja cool. Dann können wir zumachen, falls zu viele Gegner kommen. Cool. Ach ja, bauen macht doch Spaß. So, 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 so. Ne? Hier auch nochmal. Zack. Zack. Schön. Na, es wird doch langsam. Es wird doch langsam. Kann doch keiner was sagen. Ist doch hier so eine richtig schöne, kampfbereite Base, ne? Ich will es gar nicht zu laut sagen. Gleich kommen sie bestimmt wieder. Ganze Holz ist nachgewachsen. Ah ja, alle 10 Tage soll jetzt irgendwie 15% mehr Loot nachspawnen. Da wir Tag 19 haben, der weiß, ne? Ob die Zählung ab jetzt sofort gilt oder erst ab dem Update oder alle 10 Tage oder nicht oder keine Ahnung. 3 Truhen können wir noch bauen. Dann ist empty, Freunde. Empty. Kennt ihr das? Wer es kennt, der kennt es. Und wer nicht, der denkt sich jetzt, was hat der Bolle denn schon wieder? Was hat der Bolle denn schon wieder? Aber es freut mich ehrlich gesagt manchmal auch. So. Ja, kann man mitarbeiten, ne? Kann man mitarbeiten. Natürlich klasse, dass wir hier jetzt keine mehr hinkriegen. Dann stellen wir dann Blumenkübel hin oder so. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Baumwollkonstruktion hier so um die Kurve... Eigentlich fand ich es schick. Wäre jetzt irgendwie nicht mehr. Oder man müsste das fortführen bis nach da und diese Truhe nochmal abreißen und dann hier hinstellen. Aber das ist alles jetzt
auch nicht mehr heute von Belang. So, das ist hier wieder drin. Können wir auch vielleicht mal was essen? Wäre auch nicht schlecht, ne? Snack. Können wir das Wasser trinken, was uns die Kannibalen hier vorbeigebracht haben? Guck mal, einen Globus können wir da hinstellen. Schön da auf die Kante. Nee, finde ich nicht schön. Hier war Holz, hier soll Metall rein. Und hier dann irgendwas anderes und immer zwei, ne? Dass wir zwei Truhen nach hinten voll machen können. Kurzen Schluck trinken, beziehungsweise erstmal husten. Sekunde. So, Husten abgeschlossen. Und trinken ebenso. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal ins Bötle rein. Beziehungsweise wir looten vielleicht erstmal hier den Kladderadatsch der Insel. Ich weiß nämlich nicht, was wir hier noch drin haben. Angeln. Ach, Angeln soll auch einfacher geworden sein. Da können wir gleich mal austesten. Aber wir haben keinen Kühler, ne? Gut, finden wir vielleicht jetzt auch gleich, wenn wir hier langlaufen und den Kladderadatsch ernten. Du zum Beispiel, du bist Kladderadatsch. Ich glaube, bei den Erdbeeren kamen die Köder immer, ne? Lalala, lalala. Hier die Fischis nehmen wir natürlich auch mit. Zack, zack. Wow. Tabun und Brasse. Wollen wir die Bäume hier stehen lassen erstmal? So für die Optik? Wollen wir das oder wollen wir die abreißen? Ich meine, wir reißen sie eh ab, sobald wir wieder Holz brauchen. Das sage ich euch, wie es ist, ne? Müssen wir uns nichts vormachen, aber... Da dem ja noch nicht so ist, würde ich fast sagen, man könnte es riskieren, sie da lassen, ne? Das ist sie. Das ist sie, unsere Base, Freunde. Ich würde hier, glaube ich, auch gerne noch zumachen, dass sie nicht von unten dagegen knallen können, ne? Aber können wir nicht zumachen. Doch, wir können vielleicht so eine Schutzmauer dahinstellen. Können wir die bauen? Haben wir da genug für da, um es zumindest mal zu testen? Wo ist denn das hier? Schutzwall. Ja, können wir nicht. Wisst ihr, ob wir das vielleicht da draufstellen können, dass wir das nochmal geschützt haben? Fände ich irgendwie schön. Ich weiß nicht, ob ich es schön so von Optik her fände, aber schön so von Abwehreffekt her, ne? Wo geht's denn hoch? Da. Na. So, hier können wir wieder was drauflegen. Hier, boah, können wir eigentlich mal einen Schluck trinken. Essen können wir dann auch gleich nochmal. Ich würde ganz gern nochmal schauen, ob wir irgendwo hier Dingens hatten. Wurm, hier ist Wurm. Sollten wir vielleicht hier nochmal eine Kiste hinsetzen, eine Essenskiste. Können wir die vielleicht da drunter setzen? Das fände ich ja famos. Kein Metall mehr, ne? Ich meine, wir können auch nicht Metallkisten verwenden, aber... Guck mal, 300 Leben, 500 Leben. Ah, gut, für die Essenskiste ist auch egal, ne? Wir packen hier eine drunter. Das wird die Wassereimerkiste. So. Und das hier wird die... Wir haben kein Holz mehr. Aber wir haben hier noch Holz. Ansonsten müssen wir halt die ganzen Bäume abhacken. So. Hier kommt die Essensaufbewahrungskiste hin. Also alles, was... durch den Grill muss. Oder noch besser, wir machen das so. Stellen hier zwei so hin. So, hier schön nebeneinander. Sieht auch aus wie so ein Smiley, ne? So, Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgrill. Wie, schon wieder kein Holz mehr. Hey. Hey. Gut, dann klatschen wir halt hier nochmal einen Fisch drauf. So, jetzt haben wir was. Hä? Junge, dann trink doch halt was. Das war jetzt total verschwendet, ich weiß, ist mir egal. Wir haben es ja, Freunde. Ich möchte euch jetzt... Ja, man kann das so machen. Ist vielleicht jetzt nicht besonders symmetrisch. Aber ist nicht weiter schlimm. Und jetzt tun wir nämlich hier, tun wir nämlich Fisch rein und Krabbe rein. So. Gebratener Pilz lassen wir hier. Und hier tun wir nämlich die Kohle jetzt rein. Weil die Kohle... Ne, entsteht die auch hier? Wo entstanden denn die Kohle? Doch, ne? Die kam auch immer, wenn wir hier was gebraten haben.
Dann haben wir nämlich hier gleich auch unser Kohlelager. Müssen wir gar nicht weit laufen. Warum denn nur? Ich bin doch noch gar nicht ausgestattet. Angel nicht. Das rüber. Ach du Kacke, ey. Das darüber. Schwarzpulvermunition. Ja, wir müssen Pfeile bauen. Dafür brauchen wir Holz. Wetten, die kommen jetzt hier gleich hoch? Wir haben kein Holz mehr. Oh oh. Oh oh. Attacke, Freunde. Jawoll. Müssen aufpassen. Ja, den ersten erledigt. Eigentlich würde ich am liebsten erst die Fernkämpfer angreifen. Und wir gehen mal hoch, damit wir eine bessere View haben. Lalala. Bessere View heißt aber auch, dass wir besser zielen müssen. Junge, wo? Oh, da. Komm her. Du willst Stress. Oh. Von da? Nee. Los, komm, lauf dagegen. Tja, ich hab wohl den High Ground, du Penner. Oh. Nee, 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 nicht runterfallen. Nee, 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 nicht runterfallen. Oh. Junge, ich hab auch Pistole. Was willst du? Ich komm jetzt mit Pistole. Ich mach dich Messer von hinten. Wo ist er? Da. Komm, 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 komm. Direkter Angriff ist die beste Verteidigung. Bounce! So ein Ding ist das, Freunde. Danke für deinen ekelhaften Fußpilz. So, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Jetzt bin ich im Modus hier. Jetzt sind wir im Modus. Weil ich eigentlich vielleicht nicht die... Oh, oh. Bounce. Na komm, dann nehmen wir doch nochmal. Die haben ja keinen Fernangriff. Die haben ja keinen Fernangriff. Guck mal, er geht wieder weg. Aber es gibt hier kein Entkommen. So, das geht noch. Was ist eigentlich eure Mission da? Schon ganz schön krasse Äxte, ne? So. Wunderbar. Alle haben Fußpilz. Und Stoff. Tja. Hängt wohl irgendwie zusammen. Ja, gut, wir haben es ja noch einigermaßen hinbekommen. Aber ich sag mal so, man muss auch sich darauf vorbereiten, ne, dass hier auch das Ganze nicht einfacher werden wird, meine Freunde. Ne? Ich sag, wie es ist. Ich sag, wie es ist. Und so ist es auch. So, ist jetzt hier eigentlich irgendeine Balustrade hier, Balustrade kaputt gegangen? Heißt auch Balustrade, oder? Tja, schon sind sie weg. Ich glaube, ja. Hui. So, jetzt sind wir wieder wach, ne? Können wir erstmal schlafen gehen. Wir brauchen unbedingt Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ach, guck mal, ist gar kein Problem. Kein Ding für einen King, ne? Das wieder rüber, Pistole wieder rüber, Bogen wieder rüber. Können wir ein paar Pfeile machen. Zip, zip, zip. Ja, jetzt haben wir gar kein Holz mehr, aber ganz ehrlich, ich habe lieber ein paar Pfeile auf Tash. Lieber ein paar Pfeile auf Tash. Jetzt nochmal was essen, dass die Gesundheit auch wieder zunimmt. Ja, siehst du, Holzkohle kriegt man nämlich. So. Können wir hier jetzt nochmal das Fleisch rein, das Pilz rein, der andere Pilz essen wir. Hier können wir die Kohle reinmachen. So. Immerhin ein bisschen Ordnung haben wir wieder.
Können wir hier eigentlich mittlerweile auch mal wieder was bauen oder forschen? Oh, jede Menge, ne? Jede Menge. Das haben wir alles noch nicht. Die Wandfallen könnten wir mal bauen. Kühlschrank, weiß nicht, ob der so viel bringt. Die Armbrust wäre halt auch nice, ne? Reparaturwerkbank. Ausrüstung zu reparieren. Ich weiß gar nicht was. Wahrscheinlich, ich meine, das hier hat wohl Leben, ne? Unsere Verteidigungssachen, aber die Waffen, die haben unendlich Leben. Und so weiß ich nicht genau, wofür genau das dann ist. Vielleicht nur für die Rüstung. Können wir jetzt schlafen? Nee, ist... Ach, der Kreis schließt sich. Es kommt immer darauf an, wann man zuletzt schlafen gegangen ist. Und ich glaube, wir müssen noch 2 Stunden warten, weil ich bin vor der Aufnahme schnell Eier machen gegangen. Da war es 22 Uhr. Ja. Wir könnten die Zeit natürlich zum Sortieren nutzen. Habe ich ja herzlichst wenig Bock zu. Vor allem, weil es so dunkel ist. Vielleicht sollten wir uns erst noch mal ein bisschen mehr Licht machen. Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob Lagerfeuer Feinde anzieht. Will ich oben mal irgendwie ein Signalfeuer drauf machen, hier auf diese Dinger, solange wir hier noch nichts weiter gebaut haben. So. Ach, das... Verdammt, man muss Holz hinzufügen, damit es brennt. Das macht ja irgendwie Sinn. Aber wir haben natürlich kein Holz, ne? Nur eins. Toll, jetzt können wir auch kein anderes Licht bauen. Mann, das ist wieder so typisch, ne? Das ist doch wieder so typisch. Ach Mensch. Freunde, wir gehen Holz hacken. Nehmen wir den Baum hier mal als erstes. Der stört mich sowieso schon die ganze Zeit. So. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Also falls ihr nichts seht, nicht wundern. Ne? Ich, ist normal, so sage ich, sehe auch nichts. Jetzt haben wir Holz. Heller und größer. Das ist die Feuerschale. Heller, größer. Ein Deckenaufgang, ein Decken haben wir ja nicht. 2 Stoff, mein lieber Mann, ist die teuer. Wir brauchen auf jeden Fall hier unten ein Feuer. Nur wo? Hier schon mal. Dann da nochmal, wir haben keinen Stoff mehr. Wir können Stoff bauen, aber vielleicht sollten wir erstmal den Stoff nehmen, den wir haben, weil wir die Baumwolle vielleicht auch für irgendwas brauchen. Dorf. Metall. Metall, wir haben nicht. Metall, wir haben, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist, doch, wir haben noch ein bisschen Metall. Haben wir hier auch noch ein bisschen Metall? Nein, wir haben Eisenerz, aber keine Metall. Und ganz links war auch keine Metall mehr. Ja, da waren wir schon. Nix. Kohle können wir mit rübernehmen. Ach, das ist doch doof. Und hier vorne erst recht nicht, ne? Es ist wirklich ein Graus. Können wir schon schlafen? Nee, aber gleich. So, aber jetzt haben wir hier unten schon mal ein bisschen Licht. Ach, wir sind blöd. Wir hätten sie da hinstellen sollen. Mann, sind wir blöd. Kann ich die mit dem Karton einpacken? Mit der Kartonage? Geht das? Kann ich mit die Kartonage? Habe ich die wo, die Kartonage? Ich weiß nicht. Da ist ja, oh, sehr gut, direkt gefunden. Ja, das geht, perfekt. Dann setzen wir sie doch mal um. So. Schön. Und den hier würde ich tatsächlich, na doch, hier so lassen, aber hier muss auf jeden Fall noch ein weiterer hin. Was wir nicht machen können, weil wir kein Metall mehr haben. Gut, aber jetzt können wir bestimmt schlafen, ne? Ja, endlich. Juhu, ein neuer Tag. Schön. Neuer Tag, an dem wir auf jeden Fall neuen Loot brauchen, ne? Kommen wir nicht drum herum. Ja, ohne Metall können wir herzlichst wenig machen. Und würde ich sagen, ist das doch schon mal eine gute Sache für die neue Folge, ne? Dass wir in der nächsten Folge wieder aufbrechen und looten. Und ich schaue auch mal, wo. Police Station hatten wir... 20% erst. Können wir noch mal hin, ne? Apartments. Oder wir fahren mal ganz woanders hin. Hier so gucken. Ist ja auch egal. Oh, es ist ganz schön groß noch, die Karte. Ah, man kann hin und her scrollen. Ja, doch. Ein bisschen was können wir noch erkunden. Ein bisschen was haben wir noch vor uns.
Ich denke mal, es ist vernünftig, jetzt erstmal so vorzugehen, dass wir Metall uns besorgen. Das Metall verscheuern wir dann für unsere Base, dass wir die noch ein bisschen rundherum sichern. Unten auch Abwehrmaßnahmen bauen. Und dann sollten wir uns natürlich dringendst der Forschung und Produktion besserer Waffen und sowas widmen. Aber ich denke mal, wir machen es nicht verkehrt, wenn wir erstmal ein bisschen Defense aufbauen, ne? Oder was meint ihr? Ich denke schon. Dann freue ich mich auf die nächste Folge, die wieder lootreich sein wird, hoffe ich. Aber ich werde jetzt nochmal schnell was essen. Also hier in-game, ne? Bevor wir dann wieder aufnehmen. Bis gleich. Ciao, ciao.